So, ich hoffe, es funktioniert. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil hier auf der Strecke von Frankfurt am Main nach Mannheim. Wir sind gerade in Ritschert-Gürtelau und machen uns jetzt weiter auf den Weg in den zweiten Teil nach Biblis. Und ich würde sagen, los geht's. Na? Ah, die Türen sind noch auf. Ist das richtig? Nee. Das kann ich nicht ändern. Ja. Technische Probleme. Meistens klappt das dann nach kurzer Zeit wieder. Ich versuche mal mit dem Hauptschalter. Ich finde. Nein, das war das Kabinenlicht. Also, was ist vor mir? Ich nehme das Sandstuhl. Wo ist denn der Hauptschalter? Hier oben, ja. Wo ist die PZB? Stromnummer. Was ist die PZB? Das piepst. Aber von vorne komme ich immer noch nicht. Okay, das ist natürlich erstmal ein gehöriger Fehlstart. Das Kabinenlicht, Instrumentenlicht, Allgemeinlichter, Fernsteuer. Das ist die Türsteuerung, das ist. Weiß gar nicht, was das ist. Das ist mit Hilfe der AF. Das ist ja Richtungswender. AFB. AFB. Ah, Wunder. Ich habe den Zug in Gang gekriegt. Geht doch. Ah. AFB. AFB. Fehler gefunden. Mit etwas Verzögerung. Circa 3 Minuten geht es jetzt auch noch durch. Weiter. Schön, wie das Thema. Ja. Aber wir fahren. Wenn ich auf 13 km/h bleibt, bin ich traurig. Dann macht das doch eine nächste Bremse rein. Das heißt, irgendwo ist die Bremse an. Aha, jetzt streikt er wieder. Ich kann zwar durchaus ein bisschen was mit der AFB zu tun, aber ich weiß nicht warum. Gut, ich werde noch mal ganz kurz beenden.
So, und es mal versuchen noch einmal. Fortsetzen. Entschuldigung wegen dem Ladebildschirm jetzt wieder. Aber es lässt sich nicht vermeiden, nachdem ich einen ordentlichen Fehlstart hatte. Wenn ihr vielleicht eine Vermutung habt, woran es liegen könnte, dass die 146 sich nicht in Gang gesetzt hat, könnt ihr mir ja gerne schreiben. Es ist auch nicht das erste Mal, dass ich mit solchen Loks Probleme hatte. Die haben ganz gerne mal Startprobleme. Und ja, wie gesagt, es ist wieder der gleiche Ladebildschirm wie im ersten Teil auch. So. Es wäre sehr effektiv, wenn das demnächst auch mal wieder anfangen würde zu laufen. Ja. So, neuer Versuch. Nein, ich will nicht abbrechen. Ich will. Nein, auch das nicht. Ich will auch das nicht. Nein. Option hier. So, das ist auch nicht mal erneut. Anscheinend hat diese Lok tatsächlich Probleme. Ich kann sie wieder mit der AFB. AFB. Wie gesagt, dann fällt sie auch an. Was fehlt denn hier? Federspeicherbremse angelegt. Aha. Das bringt mich schon mal etwas weiter, aber auch nur bedingt, weil ich jetzt wirklich die Federspeicherbremse hier wieder löse. Zumindest hätten wir damit den Übeltäter herausgefunden. Was ist das hier? Sieferreset? Nein. Was ist das? Jetzt steht er. Scheibenwischer? Nein. Das ist auch nicht das, was ich brauche. Von hier unten gucken, hier kann ich aber sonst auch nichts machen. Gut. Ich schau mal ganz kurz nach. Thank you.
Okay, ich versuch's mal. So, dann soll ich mal wieder nochmal an. Ah! Oh Wunder! Fehler gefunden. Und diesmal beschleunigen wir auch. Richtig! Yay! Jetzt geht's doch endlich voran. Das bringt noch ein Kampfstand erreicht. Wunder, den ersten Wagen nur. So. Na, wie sieht's aus? Können wir schon weiterfahren? Nee. Jetzt aber. Macht er auch. Perfekt. Aber das mit der Federspeicher braucht das nichts zu tun. Aber es war zumindest nicht die richtige Richtung, weil das steht hier immer noch so super auf. Ampere und die Kilowatt zu bringen, nach 15.000 Volt, 16.000 Volt, da oben drin ist aktuell. Ich sag's doch, ist halt nicht dabei. Stück vor. Sieht es ungefähr die Markierung davon?
weil da auch der Bahnsteig offiziell beginnt. Der ging ja eh komplett ohne weiter. Sollte passen. Ja, tut's auch. So geht's übrigens auf. Dann wollen wir doch mal Gas geben. Ist jetzt ein bisschen schwierig, wir halten hier, geht wahrscheinlich nicht, nee, eben, schade. Dann machen wir einen auf Ersatz halt. Guck mal, hinten hätten wir uns verbremst, das übrigens auch, aber wir hätten es früh gehalten. Egal, dann fällt er halt Biebesheim, nee, Gernsheim, leider aus. Können wir nochmal schauen, ob es wirklich Gernsheim ist. Ja, es ist ganz anders gewesen. Das sind immer so Sachen mit ausbrechbaren Strecken. Thank you.
keine Signalfehler drin. Aber gut. So. Wir sind in Großoran angekommen. Zur Minute 45, also ist die Zeit 50 ganz gut angestrebt, finde ich. Na, das ist sogar schöner als der Regen. Aber gut. Weiter geht's. Gehen wir davon aus, dass wir hier fahren können. Ja. Ah, jetzt ist das ja drin, wenn sie auch nicht schalten. Gibt es weniger als Signal, das halt erwarten anzeigt, aber am Ende steht dran langsam. Das ist irgendwie sinnlos. Aber bitte. Nächster Halt ist der Biblis. Ich bin sogar fest da. Also wir fahren nicht von einem durch. Fehlt noch der halbe Zug am Bahnsteig. Oh. Ich hab die Bahnsteigregel unterschätzt. So. Noch aussteigen und fahren. Würde ich sagen, was ist das für heute? In Anfangszeit werde ich sehr wahrscheinlich wegschneiden. Und ja. Tschüss, bis zum dritten Teil.